So, da haben wir auch den Curry. Ich habe, glaube ich, 5 Ställe. Ich bin mir nicht so sicher, das müsste ich nochmal nachschauen. Für heute werde ich auch erstmal aufhören. Jetzt habe ich schon ein Ziel erreicht. Die Liste ist noch etwas lang, aber wir sind so... Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Wir haben ja so ein paar Vorbereitungen getroffen und deswegen wird es nicht mehr allzu lange dauern. Aber ich habe es ja versprochen und der goldene Chocobo, den kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, wie gesagt, ihr seht das natürlich alles in geschnittener Form. Ich beneide euch gerade ein bisschen. Der blaue Chocobo ist halt der, den wir als nächstes brauchen. Und dann müssen wir die beiden wieder paaren und bla bla. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Oder eventuell geht es auch gleich hier weiter, wenn ich ein Video daraus schneide. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten im Final Fantasy 7 Let's Play oder allgemein irgendwo auf diesem Kanal. Bye bye. Hallo und herzlich willkommen zurück zum kleinen Final Fantasy 7 Special. Und zwar züchten wir uns ja den goldenen Chocobo. Das ist jetzt der zweite Teil, den ich aufnehme. Es ist schon jetzt ein bisschen weiter als in der letzten Aufnahme des Specials. Das habe ich ja gesagt, dass ich jetzt immer so zwischendurch mache. Ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt heute wirklich den goldenen Chocobo schaffe zu züchten. Das Problem ist halt nur, dass... Ich schneide das ja und ich muss zum Beispiel später 20 Rennen gewinnen beim Gold Sorcerer. Ich glaube sogar jeweils. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss da nochmal googeln. Allgemein können auch kann das auch mit der Zucht natürlich schief gehen. Dann haben wir 2 Weibchen oder 2 Männchen. Und ich werde auf jeden Fall sehr, sehr lange heute spielen und das dann später zusammenstimmen. Ich hoffe wirklich, dass wir es hinkriegen. Ich schau mal gerade. So, da bin ich wieder. Es müsste... hier sein? Oder am ursprünglichen Eingangsbereich? Könnte das dann wohl hier sein? Warte. Da? Das ist wieder nur ein Pixelfehler. Ah, warte mal. Ah, hier ist es. Ich dachte schon, ich hätte das aufgesammelt. Jetzt war ich gerade doch ein bisschen verwirrt. Allgemein ist es auch so, ich habe es mir heute wirklich gemütlich gemacht. Ich sitze hier mit einem sehr heißen Matcha-Tee. Denke natürlich wieder an alte Japan-Zeiten zurück und spiele dieses wunderschöne Spiel, ebenfalls aus Japan stammt. Es ist gerade wirklich sehr schön entspannt für mich. Das sage ich, weil in der letzten Aufnahme musste ich dann ab und zu mal Pause machen. Und ich glaube, ich habe es am Ende auch abgebrochen. Ich wollte noch weiterspielen, aber mein Hals hat es einfach nicht mehr mitgemacht, weil es mir da nicht wirklich gut ging. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und wir haben einen grünen Chocobo. Der nächste Chocobo wäre dann der blaue Chocobo. So, wie können wir den machen? Ich schau einmal. Chocobos paaren mit Karobnuss gleich blauer Chocobo. Hä? Ja, warte mal, haben wir jetzt den grünen oder blauen? Curry Mail, er ist grün. Das heißt, jetzt kriegen wir erstmal den blauen. Also gelb und blau, vorher speichern steht da. Da muss ein grüner rauskommen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir aus ganz vielen Guides und Videos und so, habe ich mir meinen eigenen kleinen Guide geschrieben, der wirklich, es ist eine Katastrophe. Aber ich weiß immer, was gemeint ist. Außer, das habe ich ja schon im vorherigen Part gesagt, Eiszapfenregion, da unten am Bobbel da. Was zur Hölle wollte ich mir damit nur sagen? Okay, also ein gelben und ein grün. Wir ignorieren jetzt einfach mal. Ich gehe mal vorher draußen speichern. Wir ignorieren jetzt einfach mal, dass es eigentlich Inzucht ist. Es ist gerade mal völlig egal. Es ist ja nur ein Spiel. Da gibt es sowas wie Inzucht nicht. Obwohl, wenn ich an so Leute wie Heidegger und Scarlett denke, dann glaube ich schon an Inzucht. So, da bin ich wieder. Ich bin ja auch eine Pappnase, ne? Also erst einmal, ich habe in der Zeit jetzt ein paar Sachen gemacht. Ich habe mir dieses teure Gemüse, Silkes Gemüse, 20 Mal gekauft. Ich habe die Materia zweimal Objekt, beziehungsweise ich heiße die X-Objekt, habe ich ausgegraben in Bone Village. Ist eine sehr hilfreiche Materia. Ich muss mal gerade gucken, das Mikro fällt, glaube ich, gleich ab, wenn ich so weitermache. Oh Gott. Ja, und jetzt mache ich das einfach so, wie ich das vorher gemacht habe mit den 2 gelben. Da sollte ich ja theoretisch schon auch einen rauskriegen. Wir züchten nochmal. Ich musste gerade auch nochmal in die Aufnahme gucken. Ich habe den grünen. Den grünen hatte ich nicht gefüttert. Ich glaube, das brauche ich aber auch gar nicht. Also im Moment brauche ich es noch nicht. Okay, Ariane muss nochmal hier, leider ran mit Dave hier. Die müssen nochmal ein bisschen Lego spielen. Alles klar. Und wir geben den beiden eine Karobnuss. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wenn nicht, dann gibt es natürlich wieder einen Schnitt.
Und dann versuchst du es einfach so lange, bis es klappt. Wir brauchen einen blauen weiblichen. Wir haben... Warte mal ganz kurz. Ich habe ihm eine Karotnuss gegeben, ne? Jetzt bin ich heute doch ein bisschen durch den Wind, weil ich natürlich das auf jeden Fall schaffen will. Okay, jetzt aber. Bitte. Ich drücke hier gerade die Daumen. Warte. So, Däumchen drücken. Einen blauen weiblichen. Einen blauen weiblichen. Einen blauen weiblichen. Bitte, 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 bitte. Ein grün. No! No! Das ist weiblich, aber ich brauche einen blauen. Nein, leider geht das nicht. Leider, leider muss ich nochmal... Es tut mir leid. Wisst ihr, wie ich das jetzt mache? Ich mache das jetzt mal offline, solange ein bisschen blauen habe und dann sehen wir uns wieder. Weil so wie ich jetzt aufnehme, habe ich immer nur so ein paar Stücke. Und manchmal ist das so, wenn ich viel Pech habe bei OBS, manchmal fehlen vielleicht 2-3 Sekunden hinten. Deswegen... Wir sehen uns gleich wieder. Ihr werdet ein positives Ergebnis sehen. Ja! Ja! Okay. Ich hab's geschafft. Okay, warte. Oh, jetzt bin ich gar nicht darauf vorbereitet. Okay, Curry. Mit wem Papa Curry denn? Scheiße, das ist jetzt natürlich, Muss natürlich ein weiblicher Name sein. Mit wem paaren wir denn Curry? Jetzt könnte ich ganz viele Fehler machen. Ich könnte allerdings auch einen Namen erfinden. Dann wäre es nicht so schlimm. Nein, 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 nein. Warte. Okay, daran soll es jetzt ja wirklich nicht scheitern an dem Namen. Boah, mir fällt gerade überhaupt gar nichts ein. Ich bin gerade wirklich völlig planlos. Tris. Oder irgendwie auch doof, ne? Oh, das ist doch wohl nicht wahr. Wieso? Ah, ich bin so unsicher. Das ist scheißegal, wie ich die Schokowurst eigentlich benenne. Wisst ihr, das ist wirklich scheißegal gerade. Ich glaube, ich lasse es bei Chris. Ist jetzt gerade auch wirklich egal. Heute bin ich, was das angeht, nicht wirklich kreativ. So. Okay. Ich gehe speichern. Auf jeden Fall gehe ich jetzt speichern. So, wir haben es echt geschafft. Kleiner Tipp. Ich habe gerade, ihr habt ja gesehen, ich hab da den Grün rausbekommen, Grün Female. Das habe ich ein paar Mal versucht und habe es immer gehabt. Ne? Ein Tipp von mir, beziehungsweise ein Hinweis, ihr könnt nach dem Paaren nicht sofort nochmal paaren. Ich habe das so gemacht gerade. Ich habe den grünen Schokobo freigelassen, den ich neu gepaart habe. Ich bin dann nochmal rüber zu Bone Village und habe eine, zwei Karob-Nüsse, glaube ich, habe ich dann nochmal erkämpft. Und dann ist es so, dass ihr Minimum 3 Kämpfe, Maximum 18 Kämpfe bestreiten müsst, bevor ihr wieder paaren könnt. Vorher geht das nicht. Vorher sagt ihr euch immer, hier, die braucht noch Zeit oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das Gute ist, das habe ich von meiner Lieblingsseite, Cetra Connection, kann ich jedem nur empfehlen. Eine wunderbar ausgearbeitete Final Fantasy 7 Komplettlösung, inklusive Chocobo-Zucht, Nebenaufgaben, Tipps und Tricks, Materia-Tabellen, wirklich alles, was man braucht. Und auch für die News, also für News auch zu Final Fantasy 7, zu den Remake und anderen Square Enix-Titeln. Ich habe keinerlei Kontakt mit der Seite, aber ich lese diese Seite seit Jahren. Ich habe das schon mal im Stream gesagt, danach haben wir die Seite abgeschossen. Das war ganz lustig. Auf jeden Fall... hilfreicher Tipp von dieser Seite, ihr könnt euch da reinstellen hier, ne? Mittlerweile kann man diesen Wurm wunderbar besiegen, habe ich gerade ein paar Mal gemacht. Der findet euch von alleine, ihr stellt euch nur da rein und dann kommt er von alleine. Der Kampf startet, ihr haut den, keine Ahnung, maximal 3-4 Mal und dann ist er tot, ne? Und dann bleibt ihr stehen, dann schwimmt er wieder in euch rein und dann geht's wieder in den Kampf. Das ist so, ihr müsst eigentlich gar nichts machen, ihr müsst nicht rumlaufen, der kommt von alleine. Und das habe ich halt gerade gemacht mit, ich glaube, ich hatte sogar 20 Kämpfe oder so, keine Ahnung. Ich habe ja nichts zu tun. auf jeden Fall, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, gespeichert habe ich jetzt gerade. Was wir jetzt machen. Guck mal, wir müssen jetzt mit beiden 5 Rennen gewinnen. Mit den beiden Schokobos. Ist ja total easy. Okay, es ist gerade doch ein bisschen schräg, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich reite jetzt gleich auf Curry. Das ist wirklich sehr schräg, aber okay. Es ist ein Chocobo. Ich hätte das bei der Namenswahl wirklich bedenken sollen. Naja, welche möchtest du, die lange oder die kurze? Wir nehmen die kurze. Und bei so einem Überfliegervater wie Dave. Das war Dave, ne, der so übelst abgegangen ist. Das ist das erste Rennen. Hier sind wir an Arktischer Wind, Hyper, Heiltrank. Okay.
Wir sind ein wenig schnell. Okay. Aber nur ein bisschen. Hallo? Das ist wahrscheinlich immer nur das erste Rennen mit dem Chocobo. Upsala. Die immer wirklich sehr schnell sind. So kann es natürlich immer gehen. Hätte ich ja gar nichts gegen. Tja, und wie man sieht... Warte mal, wenn ich alle Tasten drücke, oh, nee, doch nicht. Angeblich lädt sich dann nämlich die Ausdauer irgendwie auf. Nee, ist auch egal. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt warten wir natürlich, bis die wieder ins Ziel kommen. Oh, Mann. Das dauert so lange, wisst ihr. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle Kämpfe gewonnen habe. Bis gleich. Juhu, ich hab's geschafft. Beide... Oh Gott, das hat jetzt so lange gedauert. Ihr könnt es ja immer hier bei mir im Menü sehen, wie lange ich bei sowas brauche. Aber das Gute ist, ich habe einige GP gesammelt. Und zwar hatten wir gerade noch über 400. Ich habe jetzt gerade etwas anderes noch gemacht, beziehungsweise versucht zu machen. Und deswegen, also über 383 waren das jetzt, glaube ich. GP haben wir. Da seht ihr es. Ich muss nämlich jetzt los und muss einige Kämpfe bestreiten. Ach, wie schön. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Mir ist gerade was eingefallen. Man kann ja das Nützliche jetzt mit dem Praktischen verbinden. Was? Werde mir jetzt erstmal noch einen zusätzlichen Stall holen, falls ich jetzt eh noch nicht alle habe. Warte. Ich hüte meine Chocobos. Okay, mieten. So, wie viele Chocobos haben wir jetzt? Soll ich noch einen Stall? Ich habe gerade Angst, dass ich zu wenig habe. Ah, okay, wir haben 6. Das ist vollkommen in Ordnung. So, da ich doch sowieso diesen einen Chocobo fangen muss und ich dann sowieso die ganze Zeit kämpfe, werde ich natürlich das jetzt auch noch machen. Das ist ja total doof eigentlich. Oh. Hywin, bitte nicht runterfallen. Bitte nicht ins Wasser plumpsen. Dankeschön. So, wir haben den Chocobo-Köder ausgerüstet. Zweimal. Die Chance ist also jetzt erhöht. Einen Kampf zeige ich euch. Und dann blende ich... Das ist ein normaler Kampf, okay. Und dann blende ich gleich aus. Das sind übrigens die Hasen. Davon brauchen wir zweimal ein Chocobo. Dann blende ich aus und es gibt einen kurzen Cut, bis wir halt den richtigen Kampf sehen. Da ist der Kampf. Ich bin mal kurz ganz ruhig. Na, könntest du bitte? Dankeschön. Ah, okay. So, wir haben den Chocobo gefangen. Das ging jetzt doch ganz schnell. Das dauert immer, bis der kommt. Das dauert einfach immer so lange. So, da haben wir den Chocobo. Zurück in den Stall. So, ich werde jetzt speichern, aber es gibt jetzt noch einen Cut für euch, denn ich werde versuchen, mindestens 3 davon zu fangen, weil es muss ja auch wirklich ein guter dabei sein und wegen dem Geschlecht bin ich mir halt noch so unsicher. Da müssen wir ja auch noch aufpassen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Den Mund fast noch voller Mist, die ich eigentlich nebenbei gegessen habe. Ich habe nicht mindestens 3, ich habe echt lange gekämpft, habe halt nur diesen einen da. Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf mein Glück. Ich speichere trotzdem nochmal. Ich bin mir immer so unsicher, ob ich gespeichert habe, weil das Speichern ist immer der Chocobo-Zucht. Entschuldigung. Nämlich wirklich das A und O. Wir sind übrigens Level 60. Tada! Okay. Also unsere... Ja, das sieht gerade aus, als hätte ich hier voll die vielen Chocobos gefangen, aber ich habe einen normalen mitgenommen, weil... Weiß ich nicht. Ich wollte ihn nicht sofort wieder freilassen. Andere habe ich übrigens wieder freigelassen. Ich bin doof. Okay, Moment. Entschuldigung. Okay, dann paaren wir jetzt mal unseren blauen und unseren grünen und gucken mal, was rauskommt. Chocobos züchten. Da ich ja so viel gekämpft habe, kann ich ja jetzt auch wieder züchten. Wir nehmen Triss und die züchten wir mit dem Curry zusammen. Daraus kommt bestimmt ein wundervoller Chocobo. Und wir benutzen hier noch einmal die Karobnuss. Und jetzt Däumchen drücken.
Wir haben, es sieht gar nicht so aus, aber wir haben einen männlichen schwarzen Chocobo. Und den nennen wir jetzt einfach mal. Muss ich mal ganz kurz gucken. So viel Zeit muss sein. Den nennen wir jetzt Zack. So, auswählen. So, da haben wir den lieben Zack. Oh, okay, ein Stahl haben wir noch frei, ne? Ich gehe jetzt mal ganz kurz speichern. So, ich habe wirklich noch den halben Mund voller Müsli. Ich versuche das immer so nebenbei hier noch, hoppala, so rauszufischen. Okay. Wir haben einen männlichen, schwarzen Chocobo. Der war ja jetzt männlich, ne? Okay, das, ich gehe mal gucken. Was für ein Zufall. Ich wollte den schwarzen nämlich Esek nennen, egal ob männlich oder weiblich, aber es ist ein männlicher. Okay. Ob bei den Chocobos jetzt ein weiblicher, toller Chocobo oder super Chocobo, ich weiß jetzt nicht genau, wie die hier heißen. Dabei ist das ist wirklich nur Glückssache gerade. Chocobos führen. Okay. Nein. Das ist ein sehr guter Chocobo. Eigentlich müssten die nämlich... Eigentlich müssten die so komisch blinken. Das ist das Komische. Die müssten ganz so komisch blinken. Glaube ich. Und das tut der hier ja nicht. Wisst ihr was? Ich werde nochmal ganz, ganz kurz... Das mit der Übersetzung ist natürlich hier echt ein Problem. Ganz kurz mal nachschauen im Internet. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Eigentlich war das, glaube ich, der Richtige. Es heißt einfach alles anders. Und jetzt müssen wir wirklich die Daumen drücken, dass es ein weiblicher ist. Weil sonst habe ich ein Problem. Sonst müsste ich das alles nochmal machen. Denn ich hätte theoretisch, hätte ich das so machen sollen, dass ich den halt fange. Und das Geschlecht des schwarzen Chocobos kann man ja immer, mit den Kämpfen und sowas alles. Es geht vielleicht doch noch ein bisschen fixer, als ich jedes Mal diesen... Chocobo zu fangen mit dem weißen Kaninchen, was sehr rar ist. Aber naja, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir Glück haben. Lass es bitte weh sein. Bitte lass es weh sein. Bitte lass es weh sein. Bitte lass es... Oh, guck mal, ich kann hier sogar noch drehen. Guck mal mein Po an. So. Okay. Ja. Stell ihn rein. Okay, wir haben Glück gehabt. Oh Gott. Oh, wir haben so Glück gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich bin gerade so froh. Oh. Dankeschön, Spiel. Das tut. Hoppala, das tut wirklich gut. So, und natürlich ist das Eris. Ah. Speichern. Da steht sie, unsere Eris. Wir müssen übrigens gleich einen freilassen, weil wir ja nur 6 Ställe haben. Ich werde jetzt... Moment, ich muss die beiden ja noch füttern. Ich muss die beiden noch füttern. Allerdings muss ich dafür neues Silkesgemüse holen. Das mache ich natürlich auch noch. Ein Trick hier im Final Fantasy... Ich muss sowieso Silkesgemüse kaufen, davon ab. Ein Trick, sich hier im Final Fantasy ab CD3 Items zu verdoppeln. Und diesen Trick möchte ich anwenden. Ich habe ja schon die ganze Zeit Objekt zweimal, ne, ausgerüstet. Also Objekt mal zwei ausgerüstet, die Substanz. Und... mit der kann man mehr machen. Also man kann mit der... Wo ist die Wiese? Da. Man kann mehr machen, als nur zwei Objekte im Kampf zu verwenden. Ich selber habe das noch gar nicht gemacht. Und ich muss das jetzt gerade erst... Ich werde das jetzt erstmal probieren. Dafür speichere ich natürlich nochmal. Ich war gerade übrigens unter Wasser fast in den... welche Weapon ist das? Auf jeden Fall in den Unterwasser-Weapon. Smaragd? Gar nicht. Auf jeden Fall fast hätten wir uns getroffen, der Kollege und ich. So, wie wär's denn mal hier mit dem Zelt nur so zur Sicherheit? Okay. So, und jetzt nehme ich mal testweise Gemüse. Ich nehme mal zum Test das Gemüse hier, dieses Kuriel-Gemüse. Davon haben wir 10 Stück, ne? Jetzt muss ich das natürlich probieren. So, jetzt bräuchte ich natürlich noch Feinde, das wäre super. Hier, komm, hier gibt es doch bestimmt Feinde. Ja. Gibt es doch überall.
So. Ja, Cloud, das ist natürlich blöd. Das muss ich ihn gleich wegnehmen. Also, eins. Nein! Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Verdammt, ich bin so eine Pappnase. Ich hatte mir das doch aufgeschrieben. Nein, Cloud. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Leute, es geht doch. Ich habe das falsch gemacht. Guck mal. Yeah! Tut mir leid, dass ich diesen Trick benutze, aber ich werde diesen Trick sowas von hart benutzen. Boah, wie geil ist das denn? Ich habe mich gerade schon so aufgemacht. Okay, das musste ewig lange da Geld sammeln und so. Das Special willst du heute nicht fertig kriegen. Und dann gibt es halt wieder Tage, in denen ich gar nicht aufnehmen kann. Und ah, ah, ist das schön. Ah, oh, was war das? Ja, Leute, ja, wie ich mal sagen, gehe ich doch mal hier rein. Okay, tiefer. Für die Zeit, wo wir das machen, ne? Kannst du mal den hier machen? Das wäre voll super. Und der Barrett, du machst gar nichts. So, Zirkusgemüse. Eins. Zirkusgemüse. Und es wurde übernommen. Es wurde tatsächlich übernommen. Vielleicht ist die. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar wirklich dazu da. Ich habe keine Ahnung. Allerdings ist mir gerade etwas warm. Moment. So. Es dauert nicht mehr lange. Es dauert wirklich nicht mehr lange. Das ist so krass. Ich freue mich gerade so. So, ab zurück zur Chocobo-Farm. Denn jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt und füttern unsere beiden neuen Chocobos, also Zack und Eris, jeweils mit zwei Zirkusgemüse. Warte, so. Und dann müssen wir mit Zack auf jeden Fall Rang A werden bei den Chocobo-Rennen. Das heißt, Minimum waren es, glaube ich, 12 Rennen. Ist machbar, ist machbar. Eins werde ich natürlich wieder zeigen. Ah, oh, ist das schön. Freue ich mich gerade voll. Gib mir echt einer ab. So, 20 Zirkusgemüse. Für unsere liebe... Opala, für unsere liebe Eris. Achso, das kann ich leider... Dann muss ich das so machen. Ah, da. Ja. Juhu! Wie ihr die Substanz bekommt, zweimal Objekt, ne? Da bitte dann auch auf Cetra Connection einmal nachgucken oder einfach googeln. Denn wenn ihr die verpasst im Spiel, und ich habe die verpasst damals im Tunnel, beziehungsweise damals, als wir Midgar befreit haben, im Tunnel unten, im U-Bahn-Tunnel, da wo die Turks waren, hätte ich nochmal nach hinten gehen sollen und da hätten wir dann die Substanz gefunden. Ansonsten alternativ ausgrabbar in Bone Village. So, okay, dann kriegt der Zack jetzt die 30. Rein. Ich glaube nicht, dass ich mit Eris die Rennen gewinnen muss. Ich bin da immer noch ein bisschen unsicher, aber ich meine, es ist nur... Ich meine, nur er zählt. Boah, ist das geil. Voll schön. Jetzt habe ich doch noch genug Geld für Phönixfedern. Ja, ja. Okay. Ich werde mir für den Kampf später aber nichts zurechtschummeln. Also für einen Storykampf. Also kein Elixier verdoppeln, kein Mega-Elixier verdoppeln, keine Turbo-Äther. Ich werde es auf jeden Fall so machen, denn so habe ich es damals auch geschafft. Okay, jetzt gehen wir, jetzt speichern wir wieder draußen und ich zeige euch das erste Rennen mit unserem... So, ja. Wir nehmen ausnahmsweise mal die lange. Okay, super. Da haben wir den Sekt. Ausdauer 783, kann man machen. Wenn man mal hier guckt, was die anderen so haben. 126 Stundenkilometer. Wir sind hier auf jeden Fall die totalen Überflieger. Ich bin gespannt. Oh Gott. Okay. Los geht's. Guck mal, ich muss... Ausdauer bleibt gleich. Ich muss gar nichts machen. Wir gucken uns mal ganz in Ruhe die Strecke an. Okay, ein bisschen leichter machen. Ganz viele Kühe. Das ist so süß. Also ganz viele Themenwelten, die wir hier durchlaufen. Oh, die Sonne ist auch so süß. Hui, ein Hai.
hier. Ist schon echt schön gemacht. Wirklich richtig süß. Bin ich gespannt aufs Remake, wie die das da umgesetzt haben. Was war das da unten? Oh, ich sehe, wir sind wirklich schnell. Ich jetzt mal oben drauf gucke. Meine Ausdauer, guck mal, ich benutze das fast gar nicht. Und in den Schlund. So. Okay, es ist ein bisschen laut. Es ist ein bisschen laut. Wir warten. Also ich warte jetzt, bis die anderen ins Ziel kommen, was ein bisschen dauert. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ich möchte gerne 2 Chocobos züchten. Ah, jetzt muss ich wieder kämpfen. Ja, okay. Dann kämpfen wir halt. Wenn das unbedingt will, kämpfen wir jetzt. Und das dauert wirklich nicht lange. Ich dachte, wir hätten jetzt Glück. Ich glaube, ich habe so an die 5, 6 Kämpfe irgendwie da gemacht. So, und jetzt zeige ich euch das nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ich glaube nicht, ne? So, jetzt halte ich einfach hier X fest, mach den hier. Und dann ist er gleich schon erledigt. Ich glaube, müsste ich auf jeden Fall Objekt mal 2 wegnehmen wieder. Also, oh, das war schon okay. Weil so im normalen Kampf braucht er es nicht. Also, er hat, glaube ich, 5000 oder 4000 irgendwas HP. Auf jeden Fall wirklich nicht viel. So, oh Gott, ich sitze hier ganz komisch. Es ist soweit. Also, Zack, Mail, wir möchten ihn paaren, diesen hier. Mit, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn da? Mit, dürfte ich mal bitte? Mit Eris. Und ich hoffe so sehr, es klappt. Okay, oh, Entschuldigung. Allerdings werden wir jetzt keine Karob-Nuss, sondern jetzt die Zeo-Nuss, die wir von der Kobaltinsel haben, verfüttern. Und hoffen jetzt, dass wir den goldenen Schokobo bekommen. Das ist kein goldener Chocobo. Why? Why? Ich gebe mir hier so eine verdammte Mühe. Oh Gott, das ist doch einfach nicht wahr. Wir mussten Eris auch auf Rang A bringen. Und das sind, meine ich jetzt, 6 Kämpfe. Das macht Sinn. Ich hatte mir 12 aufgeschrieben, aber ich hatte mir jeweils 12 aufgeschrieben. Deswegen war ich so verwirrt. Aber es sind insgesamt 12 mit beiden. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe vorher gespeichert. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir endlich den goldenen Chocobo kriegen. Bitte, 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 sag ja. So, wir züchten also jetzt. Einmal hier. Zack. Und einmal, na, wisst ihr nicht mal? Und einmal die Eris. Ja, wir paaren die beiden. Jetzt ist jetzt spannend. Es ist, ich nehme heute so lange auf. Es ist so spannend. So, und also es ist spannend natürlich und es ist aber auch so anstrengend gewesen jetzt, weil ich, ach egal jetzt, eine Zeo-Nuss. Ja. Bitte. Spoiler! Steam spoilert mich! Ich habe schon oben gesehen jetzt gerade. Ja! Oh, und es ist ein Weibchen. Und ich nenne sie aus persönlichen Gründen Ify. So heißt nämlich mein verstorbener Hund. Also schon lange verstorben, aber war 18 Jahre treu an meiner Seite. Deswegen nenne ich auch ganz viele Tiere in Online-Spielen oder überhaupt und sowas als Begleiter immer Ify. Habe ich auch noch nie im Let's Play gemacht. So. Das ist also der goldene Chocobo. Ich glaube, wir probieren den mal aus, oder? Wir gucken mal, was Ify so kann. Chocobo reiten? Welchen nimmst du? Wir nehmen Ify. Ja! So, Ify, ja, dann zeig uns doch mal, was du so kannst. Sag mal, kannst du vielleicht hier über den Berg gehen? Ify, das kannst du ja. Das ist ja ein Ding. Kannst du denn auch hier so rüber? Das kann
kannst du ja auch. Aber kannst du auch hier rüber? Ja, Ify kann's. Die komplette Weltkarte steht uns jetzt offen, Leute. Die komplette Weltkarte. Und das ist einfach nur geil. Jetzt können wir nämlich die entlegensten Orte. Erinnert ihr euch an den einen Ort in der Nähe von Cosmo Canyon, wo ich meinte, hä, wie kommt man denn da hin? Hä, ich kann nicht mit der Highwind hier landen. Auch da können wir jetzt hin. Wir können mit dem goldenen Schokobo natürlich auch zu Lucretias Höhle. Das können wir aber auch mit dem U-Boot. Aber jetzt ist es natürlich viel, viel, viel einfacher. Ich hoffe, euch hat das alles irgendwie geholfen. Ich weiß, es war sicherlich sehr durcheinander. Aber ich hab's ja versprochen. Ihr habt mich gefragt, hey, Pan, machst du das mit dem goldenen Schokobo denn auch? Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft. So viel zu, ich spiele das Spiel nicht auf 100% durch. So, hier können wir auch rüberlaufen. Wir können also wirklich an die entlegensten Orte. Und es sieht vielleicht so aus, auf den ersten Blick, als wären hier gar keine Orte, die wir so finden können. So, hä, du kannst da bestimmt überall hinfliegen oder so und es gibt da bestimmt einen Weg. Aber nein, es gibt hier wirklich Substanzhöhlen mit wunderbaren Zaubern, die so hilfreich sind, gerade für den Endkampf und natürlich auch für die Weapons. Da brauchen wir sogar die Zauber. Ich das einfach nicht missen will. So, steigen wir ab. Unser Chocobo, weiß ich, können wir... Obwohl, ich überlege gerade, warte mal. Ich überlege gerade. Darf ich nochmal mein Chocobo, bitte? Ich weiß das nämlich nicht wirklich. Ich habe das gerade nicht im Kopf. So, Ify? Hier? Ah, denn jetzt, wenn ich jetzt in die Highwind gehe... ...müsste ja theoretisch Ify hier im Stall sein. Das heißt, Ify kann ich überall hin mitnehmen. Das ist natürlich noch viel praktischer. Und da haben wir Ify. Hallo! Hat sie was zu essen? Na, was kannst du mir sagen? Das ist ein guter Chocobo. Das ist der beste Chocobo. Das ist der beste Chocobo, den es gibt. Oh, ist das schön. Ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Und als nächstes kleines Special machen wir dann die Substanzhöhlen und einige Secrets hier in Final Fantasy 7. Und das letzte Special werden dann hoffentlich, ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, werden dann aber die Weapons sein. Und nebenbei läuft natürlich immer noch die Hauptstory weiter. Vielleicht ist sie ja sogar schon zu Ende, obwohl... Nee, ich schneide das ja heute alles zusammen. Nee. Vergiss, was ich gesagt habe. Ach, ist das schön. Okay, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.